Hier geht es um Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern. Das ist so der zweite Teil. Und ich fange einfach erstmal an mit einem Addierer. Also einer Analogschaltung, mit der ich zwei oder mehrere Werte addieren kann. Ich nehme als Basis den invertierenden Verstärker. Da musste ich gerade zucken, weil ich Plus und Minus vertauscht hatte und habe hier mein R2 wieder. So, und jetzt kann ich hier unterschiedliche Spannungen anlegen, die jeweils natürlich über den Widerstand an einen gemeinsamen Punkt geführt werden. Ich nehme mal einfach 3, so, und nenne die hier mal R1, R1 Strich und R1 Strich Strich und habe jeweils Masse bezogen, hier die Spannung U1, U1 Strich und U1 Strich, Strich. Was wir gelernt haben, ist ja, dass der Strom, die Stromstärken hier entscheidend sind, die wir hier angeben können mit I1 Strich, I1 natürlich, I1 Strich und I1 Strich, Strich. Hier das die Stromstärke I2 in dem Zweig. So wie wir den invertierenden Verstärker gerechnet haben. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das nachvollziehen. Kann man natürlich sagen, dass natürlich wieder hier die virtuelle Verbindung, der virtuelle Masseschluss vorliegt, so dass wir die Knotengleichung in 1 auswerten können, aber natürlich hier in diesen Operationsverstärker hier wir keine Stromstärke messen können, I ungefähr 0, weil der natürlich an der Stelle sehr, sehr hochohmig ist. Also wir sind wieder bei der Schere im Kopf. Wir haben da zwar eine Verbindung zur Masse zwischen Plus und Minus, aber die ist nur virtuell, weil nämlich durch die kein Strom durchgehen kann, so dass wir im Endeffekt natürlich wieder auch drauf kommen, dass hier I2 gleich Minus und jetzt die Summe der Ströme I1 plus I1 Strich plus I1 Strich Strich sein muss und das ist natürlich U aus durch R2 und das ist dann gleich Minus und jetzt die einzelnen Stromstärken aufgelistet. U1 durch R1 plus U1 Strich durch R1 Strich plus U1 Strich Strich durch R1 Strich Strich. So, und dann haben wir schon fast. Ja, da haben wir es eigentlich. Wir haben jetzt nämlich U aus gleich eine gewichtete Summe der einzelnen Spannungen. Wir können also gleichzeitig hier auch nicht nur addieren, sondern auch multiplizieren, indem wir die entsprechenden R1 unterschiedlich einstellen. Beziehungsweise geht das auf minus R2 durch R1 mal U1 plus U1 Strich plus U1 Strich Strich, wenn R1 gleich, ups, das schreibe ich mal weiter rechts hin. R1 gleich R1 Strich gleich R1 Strich Strich ist. So, damit haben wir hier ja, eigentlich ist es kein Addierer, sondern ein Subtrahierer, weil wir hier natürlich ein Minuszeichen stehen haben. So, aber wir können, wie ich schon sagte, einfach die Spannung addieren. In der Simulation sieht das dann so aus. Wieder hier die Simulation vom Paul Falstad rausgegriffen. Und der Verstärker, summierender Verstärker hier für 2 gezeigt. Einfach die Summe, man sieht es hier auf der rechten Seite, nicht? Die Summe von diesem Sinussignal und dem Rechtecksignal taucht dann eben hier am Ausgang auf. Und da sehen wir, dass der Sinus da immer so ein bisschen springt, eben im Takt des Rechtecks. Ich kann hier nochmal an dieser Stelle vielleicht mal die Spannung, den Widerstand ändern. Mach den mal kleiner. Und dann sehen wir, dass die Sprünge größer werden, weil dieser Anteil hier, diese Spannung hier jetzt stärker gewichtet wird als die andere. So, das funktioniert deswegen so gut, weil durch diesen gemeinsamen Punkt hier, der ja auf dem Potential der Plusseite liegen muss, die beiden Spannungsteile wesentlich entkoppelt sind. Beziehungsweise hier, hier eben im Prinzip diese virtuelle Masse liegt und damit
dieser Spannungsteil von diesem hier entkoppelt ist. Das ist nicht so. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ah, lass uns doch den nicht invertierenden Verstärker nehmen. Das ist bei dem nicht so, denn bei dem, aber ich verwende ihn trotzdem mal, aber in schwarz, bei dem wäre es jetzt ja so, wenn wir hier den Pluspunkt sehen und wir jetzt hier unseren Zweigrückkopplung für den, so, ich mal das hier mal für zwei Spannungen hin, die ich hier addieren möchte. Ich nehme hier mal die gleichen R1 jetzt, weil es einfacher ist, nenne das aber hier immer noch U1. Ah, lassen wir. Machen wir einfach Strich dran, dann haben wir es auch allgemeiner gemacht. Da könnte man jetzt natürlich sagen, wir hätten jetzt hier noch ein, meinetwegen U plus genannt, dass wir über einen Spannungsteiler hier noch anschließen. Die nenne ich hier mal R3 und R4, sodass wir im Endeffekt jetzt hier als Ergebnis haben, dann machen wir es doch mal gleich, dann ist das in der Formel her einfacher hinzuschreiben, das U aus gleich, naja, jetzt im Potential angehoben um U plus, also U plus mal R4 durch R3 plus R4 minus R2 zu R1 mal U1 plus U1' ist, sodass wir jetzt tatsächlich auch hier eine Differenz zwischen zwei Spannungen finden, also nicht nur negativ aufsummieren, sondern eben tatsächlich eine Differenz haben. Hier steht ein Minuszeichen, da steht eben gerade kein Zeichen, also es meint ein Plus. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und könnte sagen, okay, dann nehmen wir dann eben noch einen weiteren dazu, würden also hier beispielsweise in Orange noch ein R3' hinmachen, das wir vielleicht auch an diesem Punkt hier verbinden und hätten hier noch ein U+'. Das Problem ist jetzt natürlich, dass in der Kleinsignalanalyse die jeweils andere Spannungsquelle, wenn wir das nach dem Überlagerungsprinzip betrachten, einen Kurzschluss zur Masse darstellt und wir dann natürlich hier einen Strompfad finden, der nicht nur so läuft wie gewollt, sondern eben auch hier rüber. Und damit wird natürlich die gewollte Spannungsquelle U+ auch belastet, was dazu führt, dass eben diese einfache Summation, so wie sie hier jetzt steht, so nicht funktioniert und so nicht einstellbar ist. Gut, also machen wir das wieder weg und bleiben bei dem einfachen Summierer bzw. Differenzierer, wo wir nur an einen nur eine Spannung an die Plusseite ranbringen können. Kümmern wir uns noch kurz um Filterschaltungen. Und hier mache ich tatsächlich nur die erste Ordnung. Nun, der allereinfachste Ansatz ist, man beginnt mit einem RC-Filter. Ich nehme das Tiefpassfilter zunächst, das ja so aussieht. R, C. So, hier haben wir unser UE. Und hier hätten wir jetzt mal ein U, ich nenne es mal UA'. Und das ist rein passiv zunächst noch. Hier können wir sofort sagen, das UA' ist gleich UE mal 1 durch J Omega C durch R plus 1 durch J Omega C gleich, wir lassen das J Omega C rutschen, UE mal E mal 1 durch 1 plus J Omega RC und daraus ergibt sich sofort eine Grenzfrequenz. Ich erläutere die einzelnen Filterschritte nicht mehr, das habe ich auch in anderen Videos getan. Fasse nur zusammen, Omega G gleich 1 durch RC und damit die Grenzfrequenz FG gleich 1 durch 2 Pi mal RC. So, das ist hier nur passiv. Das Problem bei diesem Ding ist natürlich, dass es uns eigentlich überhaupt nichts nützt, weil wir ja, wenn wir hier eine Spannung tatsächlich abnehmen wollen, dann wollen wir mit diesem UA' hier ja auch irgendetwas tun. Und irgendetwas tun heißt, wir müssten hier eine Last ranpacken. Und diese Last würde natürlich direkt hier aus Sicht des Kondensators eine Parallelschaltung zu dem anderen R darstellen und damit die Grenzfrequenz, und das ist das Problem, sogar die Grenzfrequenz dieses Filters verschieben. Und das ist nicht gewollt. Das können wir nicht wollen. Was wir wollen, ist, dass dieses Filter nach wie vor unbelastet bleibt. So, und das können wir natürlich relativ leicht hinkriegen, indem wir hier
Zum Beispiel einfach noch einen Impedanzwandler nachschalten. Das wäre die ganz einfache Variante. Also hier zack, zack, zack an den Pluspol das Ganze hier noch ranbringen. Den Minus könnten wir einfach, deswegen habe ich das eben auch UA' genannt, das machen, messen wir hier wieder zur Masse. So, den könnten wir einfach hier hinlegen. So, wenn wir das nicht unbedingt so brauchen oder so wollen, können wir natürlich auch schön das aufbauen. So, aus hier ein R1 gönnen. 2, hier ein R1. So, und jetzt können wir den hier zusammenführen, sodass wir an der Stelle hier jetzt mit hochohmigem Eingang natürlich hier den nicht invertierenden Verstärker an dieser Stelle haben. Prinzip von da nach da, der die Spannung aus dem Filter aufnimmt, aber nicht das Filter nicht belastet und damit eben auch die Grenzfrequenz des Filters nicht verschiebt, sondern sogar eben noch je nach Maßgabe von R2 und R1 einen Verstärkungseffekt dazu führt. So, natürlich können wir auch R und C in der Rolle tauschen und haben dann einen Hochpassfilter. Also wenn wir das hier einfach austauschen, dann haben wir einen Hochpassfilter. Die andere Variante wäre natürlich von vornherein in eine der Filterschaltungen zu gehen. Zum Beispiel nehmen wir mal die invertierende Verstärkerschaltung wieder, also Minus, Plus, legen das auf Masse und die einzige Unterscheidung zu dem, was wir vorher gemacht haben, ist, dass ich hier ein Z2 habe und hier ein Z1 und wir wissen, die Ausgangsfunktion UA zu UE ist gleich Z2 zu Z1 und je nachdem, wie im Frequenzgang jetzt Z2 und Z1 gewählt werden, nach Wahl von Z2 und Z1 kann die Filtercharakteristik gewählt werden. Das bezieht sich alles immer noch auf Filter erster Ordnung. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie viel mehrkreisige Filter bauen. Das würde man komplett anders tun. Eventuell mit mehreren Operationsverstärkern hintereinander. So, was habe ich denn für Möglichkeiten, was ich da einsetzen könnte? Ich könnte zum Beispiel hier wählen Z2 ist gleich die Parallelschaltung von einem R2 und einem C. So, und Z1 lasse ich einfach mal gleich auf Widerstand. Also R1, den nennen wir noch C. So, und wenn wir das dann ausschreiben, dann ist hier Z2 ja gleich 1 durch R2 plus J Omega C, also gleich R2 durch 1 plus J Omega R2C. Wir erkennen sofort die Grenzfrequenz als 1 durch 2 Pi R2C. Hier und können jetzt auch sofort ausrechnen, dass wir in dieser Kombination UA zu UE gleich minus R2, ich muss hier übrigens noch Minuszeichen hinschreiben, R2 durch R1 mal 1 durch 1 plus J Omega R2C ist, also mit FG gleich 1 durch 2 Pi R2C. Und das war's schon. So, ich könnte das austauschen. Könnte mir also zum Beispiel jetzt auch hier die Parallelschaltung von R2 und L nehmen anstatt Z2. Das spare ich mir mit dem L, weil das mit den Spulen nicht gar so beliebt ist. Also ein anderes Beispiel mit einer anderen Frequenzcharakteristik kann ich natürlich auch Z2 wählen als einfach diesen Widerstand, den das vorher auch war. Z2 ist damit offensichtlich gleich R2. Und Z1 wähle ich als frequenzabhängig, nämlich mit einer Serienschaltung aus R1 und einem C. Damit ist Z1 gleich R1 plus 1 durch J Omega C. Und wenn ich jetzt die
Verstärkung ausrechnen möchte, also mein UA durch UE, dann ist das ja R2 durch R1 plus 1 durch J Omega C. Ich erweitere und komme auf J Omega R2C dividiert durch 1 plus J Omega R1C. So, das Ganze ist ein Hochpass. Charakteristik. Wobei wir hier auch eine Grenzfrequenz wieder angeben können. Und die Grenzfrequenz ist nach wie vor 1 durch 2 Pi R1C, nur jetzt eben nach unten. Und wir haben hier einen Hochpass-Filter gebaut.